Rudolf Henke und liebe Frau da Santos, aber vor allen Dingen lieber Armin Laschet und Frau Brantin, aber ganz besonders liebe Aachnerinnen und Aachner. Ich bin sehr gerne hierher gekommen. Ich habe mit Armin Laschet gesprochen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn du in meinen Wahlkreis, in meine politische Heimat kommst, nach Stralsund? Und er hat sofort Ja gesagt und hat leider nicht so viel gesehen können, weil es so geregnet hat. Und dann hat er gesagt, dann komm du doch nach Aachen. Da haben wir doch auch schon gute gemeinsame Auftritte gehabt vor der Landtagswahl. Ich bin auch sehr gerne gekommen, aber hier scheint die Sonne. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Also herzlichen Glückwunsch an Aachen. Und wir sind natürlich heute nicht hier, weil gerade ein Karlspreis verliehen wird und der Dom zu Aachen der festliche Beginn einer solchen Zeremonie ist. Aber immer wenn ich in Aachen bin, muss ich trotzdem an Europa denken. Ganz anders als bei mir in meiner Heimat. In meiner Heimat, da haben wir die Pomerania als deutsch-polnische Zusammenarbeit. Und da freuen wir uns darüber, dass Solidarność sehr viel dazu beigetragen hat, dass die deutsche Einheit Wirklichkeit werden könnte. Hier im Westen Deutschlands, da wissen wir, was wir der Europäischen Union, der deutsch-französischen Freundschaft, der Gemeinsamkeit mit den Niederländern, mit den Belgiern zu verdanken haben. Und deshalb, lieber Armin, unbeschadet des Zwecks, warum wir heute hier stehen, möchte ich dir einfach ganz herzlich danken, denn wo immer Armin Laschet steht und geht, wo immer er zu uns gesprochen hat, hat er über dieses Einigkeitswerk und Einigungswerk der Europäischen Union gesprochen und dass Aachen für diese Einigung steht und damit für Frieden und damit für Zukunft in Deutschland und in ganz Europa. Und heute sind wir nun hier, um mit Ihnen noch einmal darüber zu reden, was morgen zur Entscheidung steht. Und manchmal in diesen Wahlkämpfen hat man ja den Eindruck, dass es vielleicht um dies und jenes geht, aber dass es vielleicht auch ein bisschen egal ist, wer gerade Deutschland regiert. Und ich möchte Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, dass es im politischen Leben einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers immer wieder Punkte gibt, an denen es ist alles andere als egal, wer regiert, sondern da muss man die Entscheidungen richtig treffen. Und darum geht es für Sie morgen, denn das ist ja Ihr Land. Und Sie entscheiden über Ihre zukünftige Regierung. Und diese zukünftige Regierung, ich glaube, darüber sind wir uns doch alle einig, soll für Wohlstand, für Sicherheit, für Frieden sorgen. Und dafür stehen wir hier, weil wir Ihnen von der Christlich-Demokratischen Union ja ein Angebot dafür machen. Und wir glauben, dass in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ob es Konrad Adenauer war, ob es Helmut Kohl war oder ob es die letzten Jahre war, sicherlich nie alles richtig gelaufen ist. Das ist ja so, wenn man hinterher sich das anschaut, dann fällt einem immer was ein, was man besser machen kann. Aber ich würde sagen, dass heute in Deutschland weniger als die Hälfte Menschen arbeitslos sind, 2,4 Millionen und nicht 5 Millionen, wie zu der Zeit, als ich das Amt übernommen habe. Darauf können wir gemeinsam stolz sein, meine Damen und Herren. Aber die Welt ändert sich natürlich wahnsinnig schnell. Und deshalb bleibt für Armin Laschet als Bundeskanzler noch eine Menge Arbeit übrig. Natürlich sind 2,4 Millionen Arbeitslose zu viel. Und natürlich müssen wir aus der Kurzarbeit nach der Corona-Pandemie jetzt wieder rauskommen. Und natürlich müssen wir uns fragen, wo liegen denn die Arbeitsplätze unserer Zukunft? Und Rudolf Henke hat eben darauf hingewiesen, Aachen, die RWTH, viele darum gebildete Start-ups, Forschungseinrichtungen. Aachen gehört zu den besten Plätzen der Zukunft in Deutschland, einfach durch diese technische Universität, die hier ist. Und wir werden gute Arbeit, Arbeit, für die man sehr gut bezahlt werden kann.
immer dann mehr haben, wenn wir auch beim wissenschaftlichen Fortschritt mit dabei vorne sind. Und das kriegt man nicht umsonst sozusagen, sondern dafür braucht man talentierte Menschen, die eine gute Ausbildung haben. Dafür braucht man Berechenbarkeit. Wir haben allein jetzt in dieser Legislaturperiode, in den vergangenen 4 Jahren, Pakte für die Forschung und für die Universitäten bis 2030 mit den Ländern abgeschlossen. Berechenbarkeit für alle, die in Innovation investieren wollen, in Deutschland. Und das führt dazu, dass Professoren wiederkommen. Das führt dazu, dass ausländische Studentinnen und Studenten gerne bei uns studieren. Und nicht von ungefähr, und darauf können wir doch unglaublich stolz sein, ist einer der ersten Impfstoffe jetzt gegen diese Pandemie aus Deutschland gekommen. Aus Deutschland, aus einer Forschungslandschaft. Und wer mal liest, in welcher Geschwindigkeit das ging, da kann man sagen, ja, wir sind oft zu langsam. Ja, wir sind oft sehr bürokratisch. Aber das der Tag, an dem Herr Shahin und Frau Türici beschlossen haben, am 24. Januar, es kommt eine Pandemie auf uns zu, dass es mit allen behördlichen Instanzen gelungen ist, dann am Jahresende einen produktionsfertigen Impfstoff zu haben. Darauf können wir stolz sein und das gibt uns Kraft für die Zukunft, besser zu werden, wo wir noch nicht so gut sind. Und Armin Laschet hat ja mit Recht davon gesprochen, dass wir ein Modernisierungsjahrzehnt brauchen, weil die Geschwindigkeit nicht ausreicht. Wenn ich jetzt mal an den Klimawandel denke, ist mir heute Morgen gerade noch mal in den Sinn gekommen, 2007, da war ich schon fast 2 Jahre Bundeskanzlerin, da gab es ein G8-Treffen in Heiligendamm. Und da war der damalige amerikanische Präsident George Bush nicht besonders, sag mal, scharf auf Klimaschutz. Und ich wollte ihn dazu bringen, dass wir als G8 eine Verabredung treffen. Und das war eine große öffentliche Spannung, schafft es nicht. Und es wurde dann hinterher recht positiv bewertet. Und was hatte ich geschafft, zusammen mit Tony Blair damals noch? Ich hatte geschafft, dass George Bush sich darauf verständigt hat mit uns allen, dass wir mal betrachten können, ob wir im Jahre 2050 die CO2-Emissionen halbieren. Das gehörte damals, war das ein gutes Ergebnis. Halbieren bis 2050. Heute wissen wir, dass das natürlich absolut nicht ausreicht. Wir haben festgelegt, und das steht im Regierungsprogramm der Union, und im Gesetzblatt jetzt schon, 2045 wollen wir klimaneutral sein, nichts mit halbieren, sondern kein CO2 mehr ausstoßen. Und selbst das müssen viele andere Länder auch noch tun, damit wir dem Klimawandel wirklich die Stirn zeigen und verhindern, dass unwiederbringliche Schäden entstehen. Und wenn wir heute seit 1990 40% reduziert haben, dann liegen noch 60% vor uns. Und wer glaubt, das geht einfach durch Verordnungen und Gesetze? Nein, dafür brauche ich neue technologische Entwicklungen. Dafür brauche ich neue Verfahren. Dafür brauche ich Forscher, interessierte Leute, die überlegen, wie kann ich das machen? Und natürlich brauche ich dazu auch Menschen, die mitmachen und die sagen, wir lassen uns auf das Neue ein. Wir wollen nachhaltiger leben. Und so liegt in diesem Jahrzehnt von 2021 bis 2030 unglaublich viel Neues, Wichtiges vor uns, damit wir unsere Art zu leben so gestalten, dass die Jugend eine Zukunft hat und dass wir trotzdem in gutem Wohlstand leben können und Arbeit haben. Und darum geht es. Und nur wenn das passiert, wenn ich nicht alle Unternehmer und Handwerksmeister und Mittelständler stranguliere durch neue Steuern, durch neue Abgaben, durch Erbschaftssteuer und anschließend sage, jetzt mache ich noch einen Rechtsanspruch auf Vollzeitbeschäftigung, das wird nicht klappen, sondern ich muss Menschen ermutigen, mitzumachen. Ich muss jeden in seinen Gaben, die er hat oder die sie hat, ermuntern, sonst sagen, wenn du dich anstrengst für unser gemeinsames Land, dann lohnt sich das für dich. Und der gute Nebeneffekt ist,
Wenn das viele Menschen machen, dann haben wir auch Steuereinnahmen, die wir verteilen können, um denen, die unsere Unterstützung brauchen, ein gutes soziales System zu geben, die Familien zu unterstützen, die Pflegebedürftigen zu unterstützen. Sie haben doch gesehen, wie wir angewiesen sind, ein gutes Gesundheitssystem zu haben in der Corona-Pandemie. Und die Pflegekräfte, die da so hart gearbeitet haben, die sollen ihren Beruf auch weitermachen können und sagen können, das wird gewürdigt durch eine vernünftige Bezahlung. Das geht aber nur, wenn vorher was erarbeitet wird. Erarbeiten und verteilen sind zwei Seiten einer Medaille. Und wenn man nur verteilt, dann endet man in der Schuldenfalle oder in der Schuldenunion in Europa. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen auch für die kommenden Generationen sorgen, nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei unseren Finanzen. Das ist absolut wichtig. Rudolf Henke hat das Thema Sicherheit eben schon angesprochen. Der Bundespräsident hat gestern eine Rede gehalten in New York vor der Vereinten Nationen. Was wollte er uns eigentlich sagen? Ich glaube, er wollte uns sagen, Deutschland kann nur gut leben, wenn es sich mit seinem Wohlstand auch international für Sicherheit einsetzt. Und da kann ich natürlich sagen, ich gebe nichts mehr für die Bundeswehr, ich gucke jeden Polizisten erstmal misstrauisch an, ich will keine bewaffneten Drohnen, ich will auch sonst kein neues Equipment. Aber man wird uns nicht helfen, die ausländischen Dienste werden uns nicht mehr sagen, wo etwas ist, wie zum Beispiel bei der Vereitelung dieses Anschlags auf die Synagoge durch einen Hinweis, wenn wir nicht auch etwas dazu beitragen, dass andere sicher leben können. Das hängt vom Miteinander ab. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Sicherheitskräfte unterstützen, dass wir ihnen die beste Ausrüstung geben, dass wir dafür Geld bereitstellen und ihnen nicht mit Misstrauen begegnen. Das ist Politik der Christlichdemokraten. Und Armin Laschet kommt nicht von irgendwoher, sondern er kommt hier aus Aachen. Und er hat Politik von der Pike auf gelernt. Und er führt dieses Land Nordrhein-Westfalen als ein erfolgreiches Bundesland. Und dieses Land ist vielfältig, so wie Deutschland ist. Ich glaube, das Einzige, was euch fehlt, ist Meer. Aber das kannst du dir dann in Stralsund angucken. Aber ansonsten ein paar Berge auch noch. Da gehst du nach Bayern. Aber sonst ländliche Regionen, städtische Regionen, entwickelte Industrie, große Strukturumbrüche, wenn man sich alleine Stahl und Kohle anschaut. Und Armin Laschet ist geprägt davon, Brücken zu bauen, Menschen mitzunehmen. Ganz wie es das C in unserem Parteinamen sagt, das C ist ja nicht, dass man Christ sein muss, um CDU zu wählen. Sondern das C bedeutet, das ist ein Menschenbild, das den Menschen nicht misstraut, sondern den Menschen etwas zutraut. Und das mit den Menschen und ihrer Unterschiedlichkeit immer wieder Zusammenhalt schafft. Und das hat Armin Laschet in seinem gesamten politischen Leben gezeigt, dass er das kann. Und zwar nicht nur so theoretisch, sondern mit Leidenschaft und Herz. Und deshalb es geht morgen darum, dass Deutschland stabil bleibt. Und es ist nicht egal, wer Deutschland regiert. Und ich habe versucht, Ihnen ein paar Argumente noch an die Hand zu geben, falls Sie heute noch Menschen treffen oder morgen früh, die sagen, ich weiß eigentlich nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Sagen Sie, es geht um deine Zukunft, um die Zukunft deiner Kinder, um die Zukunft deiner Eltern. Und nur alle 4 Jahre haben Sie die Möglichkeit, auf der Bundesebene zu entscheiden, wer soll diese Zukunft für Sie in Berlin mitgestalten. Und deshalb sage ich, beide Stimmen für die CDU. Die erste für Rudolf Henke und Frau Dos Santos und die zweite für Armin Laschet, damit Armin Laschet Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden kann. Herzlichen Dank und alles Gute. Soweit Bundeskanzlerin Angela Merkel, und wir hören nach ihrer Rede viel Applaus.
Und auch Armin Laschet dürfte sich gefreut haben über diese warmen Worte der Kanzlerin. Aber Daniel Koop kann das natürlich noch ein bisschen besser einschätzen, direkt vor Ort. Aber ich höre, jetzt geht es auch gleich schon weiter mit Armin Laschet. Deshalb hören wir rein. Angela Merkel, lieber Rudolf Henke, liebe Katharina dos Santos, lieber Holger Brandtin, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir wieder an diesem Ort sind. Dass es wieder ein Tag vor einer Wahl ist und 2017, vor 4 Jahren, 4 Monaten und 13 Tagen, waren wir auch hier auf diesem Platz, einen Tag vor der Landtagswahl. Alle haben gesagt, ob das gut geht, die Umfragen sind so schwankend. Wir selbst waren der Meinung, ja, wir haben eine Idee, was aus Nordrhein-Westfalen werden kann. Damals war Angela Merkel genau hier und ich bin sicher, weil sie heute wieder ist, wird es auch morgen gelingen. Die CDU wird stärkste politische Kraft. Und ich danke dir, liebe Angela, für die Unterstützung im Wahlkampf. Also das war gestern in München sehr schön, mit der CSU zusammen. In großer Freundschaft und Einigkeit gehen wir morgen als Union in diese Wahl, aber auch in Stralsund. Das war mein erster Besuch in Stralsund. Man muss sich das noch einmal vor Augen führen. Angela Merkel hat da vor 31 Jahren zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag kandidiert. Als Abgeordnete nach der Wiedervereinigung, zuvor schon aktiv in dem Demokratieprozess in der damaligen DDR, stellvertretende Regierungssprecherin von Lothar de Maizière. Dann hat sie für den Bundestag kandidiert. Und wir können heute dankbar sein. Das ist doch eine der Erfolgsgeschichten deutscher Geschichte, die sich in einer Person wiederfindet. Wir sitzen hier ganz im Westen. Wir waren immer nach Westen orientiert. Leider haben auch manche die Wiedervereinigung aufgegeben, insbesondere mancher politische Wettbewerber. Wir haben als Union immer daran festgehalten, aber eigentlich war das weit weg. Paris ist kilometermäßig näher als Berlin. Und viele waren überall in Europa in Urlaub, aber sind ganz selten in die damalige DDR gefahren. Und dann fiel die Mauer. Und dieses große Glücksgefühl haben wir auch hier in Aachen gefeiert. Am 3. Oktober auf dem Marktplatz, ich erinnere mich, war junger Ratsherr, habe den Antrag gestellt, sollen wir nicht ein Einheitsfest machen. Das hat Rot-Grün damals abgelehnt im Stadtrat. Und dann hat die CDU gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann waren 10.000 Leute am 3. Oktober auf dem Marktplatz und haben dieses Fest gefeiert. Aber dass jemand, der von da kommt, die Chance der Freiheit nutzt, als Abgeordnete kandidiert und dann 16 Jahre lang Deutschland durch solch große Weltkrisen führt, war ein Glücksfall der Geschichte. Und deshalb danke Angela Merkel für diese 16 Jahre. Und mich hat dieser Politikstil auch immer beeindruckt. Erst zuhören, dann reden. Erst nachdenken, dann entscheiden. Handeln statt große Reden schwingen. Und vor allem pragmatisch auch diese Europäische Union zusammenzuhalten, die so unterschiedlich ist. Das war der Grund, weshalb dir auch der Karlspreis hier in Aachen verliehen worden ist. Und wir stehen doch jetzt exakt wieder vor der gleichen Frage. Nord- und Südeuropa muss nach der Pandemie zusammenhalten. Griechenland, Spanien, Portugal. Wir werden nicht stark im Binnenmarkt, wenn die anderen schwach sind. Und deshalb dieses große Anleihenprogramm, dieses Transition-Euro-Programm, das jetzt aufgelegt worden ist, ist eine große Solidarleistung, die den Kontinent zusammenhält und auch uns am Ende hilft. Und jetzt kommt es auch darauf an, Ost- und Westeuropa zusammenzuhalten. Du warst vor ein paar Tagen in Polen. Ja, da gibt es manchen Dissens jetzt über Rechtsstaatlichkeit.
Aber wir werden ohne Polen, ohne Mittelosteuropäer, ohne die Balten, auch ohne die Ungarn dieses Europa nicht zusammenhalten können. Und deshalb bei allem Ringen, bei allem Streit, dieses größte Projekt seit dem Zweiten Weltkrieg, diese Europäische Union, die ist heute in dieser instabilen Welt noch wichtiger denn je. Und insofern gilt es, dieses Erbe jetzt fortzuführen. Das ist unser Auftrag. Und die Frage, wer kann das denn am besten? Und da sage ich euch klipp und klar, glaubt irgendjemand, Rot-Rot-Grün wird das können? Also, das waren 23 Leute, die das glauben. Der Rest der Deutschen glaubt das nicht, dass Rot-Rot-Grün das kann. Das glauben die nicht. Weil wir das ja erlebt haben. Ich muss den 23, die da gerade eben gerufen haben, sagen, bei jedem europäischen Einigungsschritt, Maastricht-Vertrag, Amsterdam-Vertrag, Nizza-Vertrag, Lissabon-Vertrag, hat die Linke mit Nein gestimmt. Sie wollen raus aus der NATO. Sie wollen dieses Bündnis nicht. Sie wollen eine andere Republik. Und ich will nicht, dass die Linken in der nächsten Bundesregierung sitzen. Das ist die Frage, um die es geht. Afghanistan-Einsatz vor 2 Wochen, da ging es nur um die humanitäre Aufgabe. Jetzt ganz am Ende, nachdem so manches nicht optimal gelaufen ist, die Bundeswehr raus musste, die letzten Ortskräfte und deutsche Staatsbürger da herauszuholen, war der einzige Auftrag der Bundeswehrmission. Die Linke hat dazu Nein gesagt. Und deshalb brauchen wir eine stabile Regierung. Und deshalb bei Außen-, Europa- und sicherheitspolitischen Fragen traue ich denen das nicht zu. Und ich hätte mir gewünscht, wir sagen klipp und klar, nicht wegen roter Socken, das ist doch 30 Jahre her, war damals eine erfolgreiche Kampagne von Peter Hinze, hat 94 mal bei der Wahl geholfen, aber es ist 30 Jahre her. Heute geht es mir um die Inhalte. Was vertreten die heute? Und das, was sie heute vertreten, ist falsch. Deshalb sagen wir nicht mit der Linken und wir sagen auf der anderen Seite, mit der AfD reden wir nicht, kooperieren nicht. Die müssen verschwinden aus den Parlamenten, überall in Deutschland. Weil sie Ressentiments schüren, weil sie Menschen gegeneinander aufbringen. Ich bin ja ab und an mal im Bundestag auf der Bundesratsbank zu Gast. Was für ein Ton da Einzug gehalten hat, in welcher Weise, wie verächtlich auch über Menschen anderer Religionen, anderer Kulturen die reden. Es ist unerträglich. Sie dürfen nicht in Parlamenten sitzen. Wir bekämpfen sie bis zum Ende. So, und diese Klarheit würde ich mir auch von Olaf Scholz wünschen. Er eiert darum. Und Kevin Kühnert hat diese Woche, könnte man sagen, ja, ist ein junger Juso. Nein, ist der stellvertretende Parteivorsitzende der SPD. Und er hat in dieser Woche in der Rheinischen Post gesagt, Lindner ist ein Luftikus, das FDP-Programm ist alles Murks, das ist alles leichtfertig, sowas geht gar nicht, damit ist schon klar, der will keine Ampel. Der will keine Ampel, die bereiten andere Bündnisse vor, nämlich Rot-Rot-Grün. Und dann hat er die ultimative Drohung zu Olaf Scholz gesagt, wir werden diese Frage entscheiden in einem Mitgliederentscheid. Nun weiß Olaf Scholz, was Mitgliederentscheide zur Folge haben. Und deshalb sage ich, um in deren Sprache zu sprechen, Völker, höret die Signale. Das sind klare Signale, was sie in Wirklichkeit planen. Und deshalb müssen wir nicht wegen uns, wegen uns auch, wir wollen auch gewinnen, wir wollen immer gewinnen, ist ja klar, so wie alle Mannier Aachen, immer wollen wir gewinnen. Aber es geht nicht um die Frage, ob wir gewinnen wollen, sondern was das Land im Moment braucht. Und wir haben 2013 eine Situation gehabt, Angela Merkel hatte fast die absolute Mehrheit.
41,6%. Und im Bundestag gab es eine rot-rot-grüne Mehrheit. Und Peer Steinbrück und Sigmar Gabriel, alle, die damals Verantwortung trugen, haben gesagt, wir machen es trotzdem nicht. Ich prophezeie, wenn es morgen eine Mehrheit gäbe für Rot-Rot-Grün, werden sie es machen. Und deshalb müssen wir die letzten Stunden jetzt nutzen. Jeden, der da noch zweifelt, darauf hinweisen, wenn ihr Stabilität in Deutschland wollt, dann muss morgen die CDU auf Platz 1 liegen, um das zu verhindern. Und jetzt nenne ich neben der Außen- und Sicherheitspolitik ein zweites wichtiges Argument, das ist die Wirtschaftspolitik. Wir haben im Moment 2,4 Millionen Arbeitslose. Das ist eine Halbierung im Vergleich zu 2005. Und das klingt wie eine statistische Zahl. Das heißt aber, für 2,5 Millionen Menschen plus ihre Familien, plus ihre Kinder, ist das ein Kampf gegen Armut. Kinderarmut hängt sehr häufig damit zusammen, dass Eltern keine Arbeit haben. Das ist einer der großen Faktoren, weshalb auch Kinder in Hartz IV sind. Und unser Ziel muss es doch sein, Arbeitsplätze zu schaffen, Menschen herauszuholen aus Hartz IV. Wer Hilfe braucht, bekommt Hilfe. Aber unser Ziel ist nicht, Hilfe zu organisieren, sondern Menschen selbst stark zu machen und ihnen Arbeitsplätze zu geben. Und deshalb ist das die wichtige Frage. Und die Frage, wie kommt man dahin? Wie kommt man denn dahin? Und da ist doch unsere Erfahrung, ja, indem man Bürokratie abbaut, indem man Steuern jetzt nicht erhöht, zu Lasten von Familienunternehmen. Wir kennen hier bei uns die Wirtschaftsstruktur in der Region. Hier gibt es keine DAX-Konzerne. Hier gibt es mittelständische Betriebe. Wenn hier Schützenfest ist, Sozialveranstaltung, Kulturveranstaltung, dann marschiert man dahin. Die sponsern das dann auch. Die kennen ihre Mitarbeiter, die kennen die Region. Die haben Betriebe, die von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Und wenn mal Krise ist, entlassen sie nicht sofort die Leute, sondern schleppen sie manchmal mit, tun vielleicht noch was aus dem eigenen Einkommen dazu, weil sie an ihrem Betrieb hängen. Wenn ein DAX-Konzern da ist, wenn es hier Schützenfest ist, dann schreiben Sie nach Südkorea, da sitzt da irgendeiner PR-Referent, der entscheidet und am Ende ist überhaupt keine Verankerung mit der Region da. Das ist der Unterschied zu Familienbetrieben. Und die haben in der Pandemie viel geleistet. Die haben mitgeholfen, die haben sich engagiert, die haben bei den Mitarbeitern alles getan, dass wir gut durch diese Pandemie kommen. Die haben das Homeoffice organisiert und. Und ausgerechnet die jetzt zu bestrafen mit Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Einkommenssteuer, ist falsch. Und das wollen die anderen und das wollen wir nicht. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und deshalb glaube ich nur, dass wir zu neuem Wachstum kommen, wenn wir jetzt wirtschaftspolitisch das Richtige machen. Wenn wir es jetzt wieder falsch machen, mit ideologischen Experimenten, wird alles verspielt, was wir in 16 Jahren aufgebaut haben. Und deshalb sage ich jetzt einen dritten Punkt, auch zu denen, Friday for Future oder andere, die gestern demonstriert haben für Klimaschutz. Ja, Angela Merkel hat es beschrieben, Klimaneutralität 2045 ist das Ziel und das ist ambitioniert. Das ist ambitioniert. Aber wissen Sie, zwei Argumente. Also da hinten hält einer ein SPD-Plakat hoch und ruft lächerlich. Wer in diesem Land, hör auf, nein, ein Sachargument. Wir standen, deshalb mal, wie sah das hier aus am 13. Mai 2017, einen Tag vor der Landtagswahl, als ich noch nicht Ministerpräsident war. Da haben SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen beschlossen mit ihrer Leitentscheidung, wir bauen Braunkohle ab bis 2045 und der Hambacher Forst wird gerodet. So war die Lage damals. Und deshalb ärgert mich das, wenn man damals über 50 Jahre lang in Nordrhein-Westfalen die Kohlepartei schlechthin ist und jetzt so tut, als sei man an der Spitze der Umweltbewegung. Das ist nicht seriös. Das ist nicht seriös.
Und deshalb kommt es ja darauf an, bei zwei großen Entscheidungen in Nordrhein-Westfalen, Steinkohleausstieg beschlossen in der Regierung Jürgen Rüttgers 2007, sozialverträglich organisiert, 11 Jahre lang, ehe wir dann 2018 das letzte Bergwerk nach 150 Jahren geschlossen haben. Sozialverträglich, das war CDU-Politik. Und jetzt endet die Braunkohle. Beschlossen in der Großen Koalition mit dem Ziel, so bald wie möglich und bei uns im Westen zu 2/3 sogar bis 2029 Braunkohle zu verlassen. Das bedeutet, dass wir Kraftwerke schließen, hier in der Region. Bei dir sind einige direkt im Umfeld, im Kreis Aachen, im Kreis Düren. Und das muss man mal machen. Ich war in der Nacht beim Kohlekompromiss bei der Bundeskanzlerin dabei und bin am nächsten Morgen mit Michael Vassiliadis, dem Chef der IG Bergbau und Chemie, zu den Bergleuten gefahren. Die saßen so wie Sie jetzt hier. Die haben mir ins Gesicht geschaut und denen dann sagen, euer Bergwerk ist zwar rentabel, es gab keine Subventionen, wir müssen aus Klimaschutzgründen euer Bergwerk schließen. 45-Jährige, 50-Jährige, die dann in den Vorruhestand müssen. Die Menschen gehen das mit. Wir haben es sozial aufgefangen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich einer derer, auch derer, die jetzt große Sprüche klopfen bei den Grünen, je vor die Menschen gestellt haben und denen das ins Gesicht gesagt hat. Wir müssen das Ganze sozialverträglich hinkriegen, sonst bricht unser Land zusammen. Und das ist das, was wir als CDU uns vornehmen. So, und jetzt heißt das Klimaneutralität. 7 Kraftwerke weniger nächstes Jahr. Es bleiben 1,1 Millionen Tonnen Braunkohle im Boden. Der Hambacher Forst ist gesichert. Und wir werden jetzt diese Übergangszeit nutzen müssen, dass wir dann aber auch schneller werden bei den regenerativen Energien. Dass wir dann aber auch den Strom vom Norden in den Süden kriegen. Es sind wenige Kilometer erst gebaut. Und wenn eine Stromtrasse gebaut wird, die wir dringend brauchen, weil wir ja Industrieland bleiben wollen, sind es meistens die Grünen, die die Bürgerinitiative gegen die Stromtrasse anführen. Das passt nicht zusammen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Klagen gegen Radschnellwege. Das will doch jeder, dass wir umsteigen auf Fahrräder. Ja, da muss man aber auch einen Radschnellweg ermöglichen, eine Bahnstrecke ermöglichen, dass weniger geflogen wird. Wir sind in Deutschland da zu langsam. Und deshalb, wenn wir die Ziele schneller erreichen wollen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, brauchen wir mehr Tempo, schnellere Plan- und Genehmigungsverfahren. Und das muss jede nächste deutsche Bundesregierung leisten. Und das werde ich mir persönlich als Bundeskanzler vornehmen, hier Tempo zu machen. Und noch eine Bemerkung dazu. Wir wollen, dass unsere Industrie zur Klimaneutralität kommt. Wir wollen sie nicht vertreiben. Wir können heute CO2-Werte festsetzen, dann ist Stahl in Deutschland nicht mehr möglich. Denn wenn Kohle und Eisenerz verbunden wird, wird naturwissenschaftlich immer CO2-frei. Ich bin Jurist, stimmt, ne? Naturwissenschaftlerin sagt, es stimmt. Also es wird immer frei, ist ein Naturgesetz. Kann man auch nicht ändern. Kann man auch keine Resolutionen schreiben oder im Bundestag Mehrheiten organisieren. Gegen ein Naturgesetz hilft auch keine rot-rot-grüne Mehrheit. Das Naturgesetz ist immer noch da. Und deshalb müssen wir einen neuen Stoff erfinden. Deshalb haben kluge Erfinder, Tüftler herausgefunden, wir kriegen das auch mit grünem Wasserstoff hin. Die Ambition, wir wollen grünen Stahl in Deutschland produzieren. Wenn wir jetzt aber die Regeln falsch machen, wandert ThyssenKrupp, wandert Salzgitter, wandern andere ab nach Indien und China, produzieren da unter schlechteren ökologischen und sozialen Bedingungen, fahren dann 10.000 Kilometer über die Weltmeere den Stahl wieder hierher. Und diese Containerschiffe sind die schlimmsten CO2-Sünder, was sie alles ausstoßen mit alten Motoren. Und dem Weltklima ist nicht gedient und bei uns ist die Arbeit verloren gegangen. Und deshalb muss der Anspruch sein, Stahl klimaneutral herstellen, chemische Industrie klimaneutral umstellen, die BASF, Evonik, alle sind bereit dazu.
Automobilindustrie. Die IAA in München war die grünste Automobilmesse, die wir je gehabt haben. Gab trotzdem Demonstranten dagegen. Aber die Automobilindustrie ist längst auf dem Weg. Die wollen 2040 klimaneutral sein. Sagt Frau Baerbock, ja, ist unser Verdienst. Nee, ist euer Verdienst nicht, weil ihr schon lange nicht mehr regiert habt. Aber der Gedanke, Verbote sind Innovationstreiber, ist nun wirklich Unsinn. Verbote treiben keine Innovation. Ein Ziel treibt eine Innovation. Jeder Wissenschaftler weiß jetzt, wenn ich hier etwas entwickle, ist das die Zukunft. Und an der RWTH sind Sie doch alle aktiv, darüber nachzudenken, wie wir das hinkriegen. Im Forschungszentrum Jülich die Transformation der Braunkohle zu schaffen. Darauf setzen wir auf kluge Köpfe und nicht auf Bürokratie, nicht auf Verbote und nicht auf Bevormundung der Menschen. So, und insofern ist die Aufgabenstellung klar für morgen. Wir wollen bei der Außenpolitik, bei der Sicherheitspolitik, bei der Innenpolitik, doch, dazu möchte ich noch einen Satz sagen, auch hier, einen Tag vor der Landtagswahl, das war eines der großen Themen, die Innenpolitik. Wir haben den Fall Anis Amri erlebt. Ein Mann mit 13 Identitäten reist quer durch das Land, schreibt E-Mails, ich möchte im Namen meiner Region töten, ist dauernd vom Verfassungsschutz beobachtet. Jeder kannte ihn, jeder wusste Bescheid über ihn. Und Rot-Grün hat uns erklärt, ja, wir können aber nichts machen, der ist ja nur ein Gefährder, der hat ja noch nichts gemacht. Ja, muss man denn warten, bis ein Terroranschlag passiert? Seit wir regieren, hat Herbert Reul den Kurs geändert. Null Toleranz gegen Kriminalität. Erstmals nach 30 Jahren das Thema Clans angepackt. Und 35 Gefährder in Haft gesetzt und danach abgeschoben. Auch das ist möglich, wenn man will. Wenn man will. Und auch das sind die zwei Seiten einer Medaille. Die, die sich nicht an die Regeln halten, und das haben wir zusammen übrigens mit der FDP, mit Joachim Stamm, der zuständige Minister ist, erreicht, dass das möglich ist. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, wir kämpfen auch dafür, dass der hier integriert ist, der Deutsch spricht, der einen Job hat, hier bleiben kann. Ein großzügiges Bleiberecht. Zum Teil sind die Landkreise nicht mitgegangen. Dann haben wir sie angewiesen, dass sie großzügig auslegen für die, die integriert sind. Es macht keinen Sinn, jemanden, der hier beschäftigt ist, der 2, 3 Kinder hat, die oft die Klassenbesten sind, dann aus rein formalen Gründen abzuschieben. Da heißt es, die hier zu halten, dieses Potenzial zu nutzen. Und deshalb sind das auch die zwei Seiten einer Medaille. Eine geordnete Migration für die, die sich anstrengen, jede Chance in Deutschland. Und ich bin froh, dass der Vater von Ugur Şahin als Gastarbeiter nicht wie geplant nach 3 Jahren zurückgegangen ist. Der Vater von Ugur Şahin kam nach Köln, war Sohn eines Fortarbeiters, hat den Sohn mitgebracht, der war 4 Jahre alt, er hat in der Schule Deutsch gelernt, Kita, Schule, Jahrgangsbester, erstes türkisches Kind auf dem Erich-Kästner-Gymnasium in Köln, dann Abitur gemacht, dann studiert und jetzt für die ganze Welt einen Impfstoff erfunden. Wir sind froh, dass er aus unserem Land kommt. Und alle denen, auch bei der AfD, die genau gegen solche Kinder Stimmung gemacht hätten, die gesagt hätten, deine Religion gehört hier nicht hin. Was willst du hier überhaupt? Am liebsten würden sie sagen, ihr müsst das Land verlassen. Nein, da sagen wir, wir sind froh, dass sie hier sind. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft und dieses Deutschland braucht diese Vielfalt auch in den nächsten Jahren. So, also, die Aufgabenstellung ist klar. Jeder weiß jetzt, mit wem er noch sprechen muss in den letzten, wie viele Stunden? Ja, 10, 12, 14. Morgen um die Zeit sind wir schon so langsam in der Endphase. Und ich möchte deshalb persönlich, ich bin froh, dass wir in Buchtschef sind. Ich habe hier begonnen als 28-Jähriger, damals ehrenamtlich für den Stadtrat zu kandidieren. Ich glaube, es ist gut, wenn man auch Kommunalpolitik kennt, wenn man in andere Ämter geht, weil das ist bei vielem die Basis des demokratischen Erlernens. Dann im Europäischen Parlament
dann in der Landesregierung von Jürgen Rüttgers und jetzt Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Unser Land ist sehr vielfältig. Unser Land hat alles das, was Angela Merkel eben beschrieben hat. Große Metropolregionen und ländliche Regionen. Wir sind auch die Partei des ländlichen Raums. Das muss man immer zusammendenken. Könnte man jetzt noch mal eine eigene Rede darüber halten. Aber das alles von der Kommunalpolitik bis zum Amt des Ministerpräsidenten will ich einbringen in das Amt, um das ich jetzt kandidiere. Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und bitte um eure Unterstützung. Vielen Dank.